Österreicher drehen im Wiener Hafen wieder seine Runden. In erster Linie geht es um Kosmetik. Das Schiff schiebt die Schollen zur Seite, um ein Zerkratzen des Lachs zu verhindern. Bis zu 60 cm dickes Eis kann der Eisvogel brechen. Und das, obwohl er schon 40 Jahre auf dem Buckel hat. Der Schiffsverkehr im Hafenbecken ist in keinster Weise gefährdet.